Gemeinsam tanzen, Musik machen, Musik hören, skaten, malen oder Theater spielen, all das ist in der Nachtfrequenz 21 möglich. Eine tolle Sache, dieses große Jugendkulturfestival. Es findet jetzt am Wochenende im ganzen Land statt. Freizeit- und Kultureinrichtungen in den 100 Städten und Gemeinden machen mit und bieten jede Menge Workshops und Veranstaltungen an. Auch in Kleve freuen sich die Jugendlichen mega auf die Nachtfrequenz hier im Kulturzentrum. Endlich können alle wieder zeigen, wie kreativ und talentiert sie sind. Yeah. Jeder Handgriff und jeder Sprung muss sitzen. Die Parkourläufer wollen sich heute Abend bloß nicht blamieren. Im Kulturzentrum in einer ehemaligen Schuhfabrik in Kleve will die Gruppe um Parkourläufer Hannes das Publikum begeistern und zeigen, wie atemberaubend ihre Sportart ist. Ihre Show ist Teil der diesjährigen Nacht der Jugendkultur. Auch in ihrer Stadt steigt das landesweite Festival. Es ist schon eine große Freude, auch, dass man halt den Leuten zeigen kann, was man dann im Training erlernt hat und auch hart dafür gearbeitet hat. Und es macht dann schon Spaß, den Leuten zu zeigen. Und vielleicht auch neue Leute zu finden, die dann das sehen und denken sich so, boah, cool, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und dann kommen die ja vielleicht auch zu uns in die Halle. Eins, zwei, drei, vier. Fleur hat hingegen schon ein bisschen Lampenfieber. Die 20-Jährige leitet eine Tanzgruppe im Klever Kulturzentrum. Ein Jahr lang konnten alle nicht auftreten. Die Corona-Pandemie hat alles eingeschränkt. Einfach dieses Gefühl, mit anderen Menschen zu tanzen. Es macht so viel Spaß, diese Musik, diese Bewegung dazu. Das fehlt einfach. Man kann es auch zu Hause machen, habe ich auch viel gemacht. Nur irgendwann wurde man einfach nur noch frustriert, weil man gesehen hat, es geht einfach nicht weiter. Man hat einfach nicht mehr dieses Ziel gesehen. Man wusste nicht, wann geht's weiter. Ja. Zum Glück geht es ja im Kleber Kulturzentrum weiter. Die Jugendlichen brennen förmlich, sich mal auszuprobieren. Gerade wird der Sommernachtstraum von Shakespeare geprobt. Das Stück soll bei der Nachtfrequenz 21 aufgeführt werden. Schneller als das Mondesball. Ich diene der Feenkönigin. Frank Rensing, der Sozial- und Theaterpädagoge, ist stolz, was die Jugendlichen in nur ein paar Wochen auf die Beine gestellt haben. Ich merke auf jeden Fall, dass die Leute wahnsinnig danach gieren, miteinander etwas zu machen, wirklich weg von zu Hause oder dieses klassische Bild, saßen zu Hause vorm PC, Laptop, sonst was. Tun sie vielleicht auch immer noch, aber ich glaube, dass gemeinschaftlich etwas machen, etwas aktiv machen, sich bewegen miteinander, in Austausch kommen, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, was alle vermisst haben. Hannes und Fleur werden heute Abend bestimmt alles mal ausprobieren. Theater spielen, tanzen oder einfach nur mit Musiker Muzzle rappen. Genau das ist die Mischung für das kostenlose Jugendkulturfestival. Wir haben eine vielseitige Show. Wir haben versucht, ganz viel Verschiedenes mit reinzubringen, dass jung und alt, auch was dabei ist, ganz verschiedene Sachen. Auch mal alle zusammenkommen und halt voneinander auch was lernen. Also wir bringen denen was bei, die bringen uns was bei, es ist ein Geben und Nehmen. Yeah. Nicht nur in Kleve bekommt die Jugend an diesem Wochenende eine Bühne. 100 Städte und Gemeinden im ganzen Land sind bei der Nachtfrequenz 21 dabei. Also hingehen lohnt sich.